Marcel, bitte sammelt so viel Baumharz, wie ihr finden könnt. Schneller, mehr, wir brauchen mehr. Schnell, schnell. Frau Cassandra, wir finden nicht mehr Baumharz. Wir müssen das Loch stopfen, sonst wird es für die Larven darin zu kalt. Wir brauchen noch mehr Harz. Es fehlt uns nicht nur an Harz, es fehlt uns auch an Zeit. Propolis zu machen braucht Zeit. Oh, Zeit, die wir nicht haben, Majestät. Oh ja, das sehe ich, unsere armen kleinen Larven. Wir müssen uns etwas einfallen lassen. Ja, aber was, Majestät, was sollen wir denn tun? Majestät! Harz absetzen, Männer! Teil unseres Wiesenhilfsprogramms ist es, Soforthilfe bei Reparaturen mit erster Dringlichkeit zu leisten. Baumharz für den Bienenstock. Baumharz für den Bienenstock? Sie schickt der Wiesenhimmel, lieber Paul, so viel Harz. Ich danke euch. Doch wie können wir unsere Larven wärmen, bis das Propolis fertig ist? Aber wir könnten doch nur das Harz der Ameisen nehmen. Nein, Propolis schützt unsere Larven auch vor Bakterien. Es ist doch wichtiger, schnell das Loch zu stopfen. Und wenn das Propolis fertig ist, dann streichen wir es noch drüber. Ist das nicht eine tolle Idee? So machen wir es. Los, die! Achtung, wir kommen! Oh, in den Stock! Rüber, rüber, schnell! Sehr gut. Seid ihr soweit? Ja. Es kann gleich losgehen. Unser Bienenstock ist dir zu großem Dank verpflichtet, Maya. Du hast unsere Larven gerettet. Aber das waren wir alle zusammen. Die Bienenschüler, die Ameisen, sogar Billy hat mitgesammelt. Und meine neue Freundin Hannah vom Sonnsteinstock. Das erinnert mich an ein altes Bienensprichwort. Die tollste Biene, wie ihr wisst, ist die, die eine gute Freundin ist.